Dann willkommen zurück auf der Bühne 1. Wir werden jetzt direkt mit dem Vortrag von der Hümi und von Marco beginnen und viel Spaß, bis gleich. Ciao. Hallo alle miteinander. Wir begrüßen euch zu unserem Vortrag Realisierung von konfigurierbaren WebGIS-Layern mit Open-Source-Software. Ich bin Hümeza und arbeite seit 5 Jahren als Softwareentwicklerin bei der GeInfo Applications AG. Und mein Name ist Marco. Ich bin Teamleiter und seit 8 Jahren bei der GeoInfo tätig. Dieser Vortrag dient dazu, unsere gesammelte Erfahrung und die daraus resultierenden Learnings der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Wir möchten dadurch weitere Firmen und Institutionen bestärken, ebenfalls diese Technologien einzusetzen und zeigen, dass sich der Einsatz und ein eventueller Wechsel lohnt. Wir sind begeistert von den verfügbaren Standards und den bei uns eingesetzten Open-Source-Komponenten. Und so möchten wir mit diesem Vortrag unseren Beitrag zur weiteren Verbreitung von freier Software leisten. Doch nun zum Thema. Was erwartet uns die kommenden 20 Minuten? Nach der Klärung der Ausgangslage wird euch Hümeza im Rahmen einer kurzen Demo einen Überblick zur Funktionsweise geben. Bevor wir dann zur Diskussion der Vor- und Nachteile einer WMS- und einer vektorbasierten Lösung gehen, müssen wir zunächst noch die technischen Grundlagen für diese Diskussion schaffen. Dort wird uns das Thema generisches Datenmodell und das Publizieren derselbigen über den GeoServer begegnen. Danach werden wir erklären, warum der Entscheid für eine WMS-basierte Lösung fiel, uns die Realisierung anschauen und berichten, welche Erfahrungen wir dabei gesammelt haben. Doch zunächst einmal die Frage, wer wir sind und was wir machen. Die GeoInfo-Gruppe ist ein Konglomerat von 5 Firmen aus der Vermessungs-, IT- und Softwarebranche. Aktuell haben wir ca. 200 Mitarbeiter, verteilt auf 7 Standorte, vorwiegend in der Ostschweiz. Hümeza und ich arbeiten bei der GeoInfo Applications AG und dort sind wir zusammen mit 50 weiteren Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Softwareentwicklung und Geodatenverarbeitung tätig. Mit unserem Produkt geoportal.ch, in welchem wir die konfigurierbaren Layer implementierten, helfen wir aktuell 260 Gemeinden und 3 kantonalen Verwaltungen bei der Bereitstellung von Geodaten für die Öffentlichkeit. Mittlerweile umfasst das Portal 1250 Karten mit unterschiedlichen karteninternen kommunalen Darstellungen und Berechtigungen. Vor 7 Jahren sind wir die Reise angetreten, unsere Applikationen auf Open-Source-Technologien umzustellen. Und diese Umstellung beschäftigt uns noch heute. Als Teil dieser Technologiemigration waren auch die konfigurierbaren Layer betroffen. Wir haben dann vor ungefähr 4 Jahren mit der Konzeption und der Umsetzung begonnen. Während der Konzeption hatten wir unter anderem Kontakt zu den Firmen Camp2Camp und Terrestris, die auch hier vertreten sind, und mit ihnen haben wir unsere Möglichkeiten diskutiert und eruiert. Besten Dank an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. Doch was waren nun die Anforderungen an die konfigurierbaren Layer? Zunächst soll es möglich sein, Datenmodelle zu entwerfen und Attribute zu definieren. Zusätzlich möchte man Features erfassen und bearbeiten und diesen Features Stile zuweisen, welche man vorher definiert hat. Für den Fall, dass es Daten aus externen Quellen gibt, sollen diese importiert werden können. Auch der Export von Daten soll möglich sein, besonders die Bereitstellung des Layers als WMS. Innerhalb der Applikation möchte ich meine Layer weiteren Anwendern lesend und schreibend zugänglich machen. Und zuletzt soll das Ganze natürlich auch gut performen. Und die Karte soll nach Daten- und Stiländerungen in Echtzeit angepasst werden. Wie das Ganze nun aussieht und funktioniert, zeigt euch Hümeza.
Das ist eines unserer Produkte im Geoportal und heißt MyEdit. MyEdit ist ein Tool, mit dem sich generische Layer erstellen lassen. Man kann hier verschiedene Geometrien zeichnen, importieren und auch kopieren. Diese Geometrien haben Properties, welche man im Info-Pop-Up setzen kann. Welche Properties ein Layer hat, kann man in den Einstellungen definieren. Hier unter Attribute lassen sich, wie der Name es schon sagt, Attribute bearbeiten. Sie definieren, welche Properties sich auf der Karte setzen lassen. Attribute können verschiedene Datentypen haben, wie zum Beispiel Ganzzahl, Text, Boolean, Datum, Subtabellen und noch viel mehr. Mit diesen Attributen lassen sich zudem auch Labels anzeigen und Filter für die Stile setzen, indem man Bedingungen auf den Inhalt der Properties definiert. Man kann einfache Filter machen, indem man beispielsweise sagt, dass das Attribut Typ den Wert Wald haben soll, damit dieser Stil sichtbar wird. Man kann auch mehrere Filter kombinieren und sie mit dem logischen Operatoren und bzw. oder verknüpfen. Zurück auf der Karte sehen wir, dass alle Geometrien, dessen Properties mit den Filtern übereinstimmen, korrekt eingefärbt sind. Also hier die Baumsymbole in den Waldflächen und die Wassersymbole auf dem See. Passen die Properties zu keinem Stil, wird der Standardstil sichtbar. Das ist hier bei der Fläche lauter Bäume der Fall. Sobald man den Wert auf Wald anpasst, greift auch der Stil wieder und es werden ebenfalls die Baumsymbole angezeigt. Um nun einen solchen Layer zu visualisieren, müssen wir als allererstes eine Tabelle pro Ebene erstellen. Zudem benötigen wir einen Stil mit Regeln für die Darstellung in Form eines SLDs. Dann können wir den GeoServer konfigurieren. Wir binden die Tabelle als Datenquelle ein und erstellen einen Layer, der sich darauf bezieht. Anschließend lädt man das SLD hoch und hat somit eine Visualisierung. Und nun schauen wir uns mal an, wie diese Tabelle aussehen sollte. In einer solchen Tabelle sind schließlich alle Geometrien abgelegt, welche wir auf dem Layer gespeichert haben. Diese Tabelle haben beispielsweise einen Primary Key, in unserem Beispiel eine UUID. Ganz wichtig ist die Geometrie des Features. Dann haben wir pro Attribut eine Spalte mit dem jeweiligen Datentyp. Diese Struktur bringt jedoch Herausforderungen mit sich. Wir haben bereits ca. 1800 Layer in MyEdit und es kommen immer neue hinzu. Für jede Änderung des Benutzers müssen neue Tabellen erstellt werden oder bestehende angepasst werden. Der GeoServer muss dann updated werden mit diesen neuen Tabellen, mit den dazugehörenden Layer und mit dem SLD. Grundsätzlich wäre das kein Problem, jedoch laufen im Geoportal 20 bis 30 GeoServer parallel, welche dann alle dieses Update benötigen. Wenn man sich die Tabelle jedoch nochmals anschaut, konzentriert sich der variable Teil bei den Attributen. Das ist also der einzige Unterschied zwischen den Tabellen verschiedener Ebenen. Wir haben daher eine Lösung gesucht, bei der wir nicht für jedes Attribut eine neue Spalte benötigen und somit mit einer einzigen Tabelle alles visualisieren können. Die Lösung war eine JSONB-Spalte. Wir speichern nun also alle Werte im JSON-Format in dieser Spalte. Mit der Projekt-ID können wir die Features pro Ebene filtern. Somit haben wir alle Geometrien aller Ebenen in einer einzigen Tabelle und müssen auf dem GeoServer keine weiteren Tabellen oder Layer konfigurieren. Marco wird euch nun ein anderes Thema, nämlich WMS und Vektorlayer, vorstellen.
Das Thema WMS oder vektorbasierte Lösung zeigt sich am deutlichsten bei der Darstellung, der Handhabung der Stile und bei der Performance. Und somit beurteilen wir das Ganze auf Grundlage des Drucks, der Darstellung im Browser und der Bereitstellung der Layer als WMS oder WFS. Für diese Aufgaben haben wir bei uns die Komponenten Mapfish Print Server, Open Layers und GeoServer im Einsatz. Bezüglich der Performance haben wir es mit folgenden Gegebenheiten zu tun. Zunächst einmal haben wir zum Teil sehr komplizierte Stile, was in großen SLD-Definitionen resultiert. Aktuell haben wir insgesamt 1700 Stildefinitionen. Die meisten davon sind aber eher trivialer Natur. Dann sind von den Kunden druckbare Pläne bis A0 gefordert. Das ist sehr performanceintensiv. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir zum Teil konfigurierbare Layer mit über 50 oder 100.000 Objekten haben. Hinzu kommen verschärfende Bedingungen, wie zum Beispiel, dass mehrere Layer in einer Karte kombiniert werden können oder wenn man Daten filtert oder Werte aktualisiert, dann sollen sich diese Anpassungen auch gleich auf die Karte auswirken. Das macht zum Beispiel den Einsatz von Caching unmöglich. Mit diesen Gegebenheiten schauen wir uns nun die beiden wesentlichen Lösungsstrategien an. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass wir uns bei dieser Diskussion im Jahre 2017-2018 befinden. Damals waren die technischen Grundlagen noch ein wenig anders als heute. Ferner möchte ich noch hinzufügen, dass es unser Anliegen ist, mit so wenig Stildefinitionssprachen wie möglich zu arbeiten. Denn zum einen müssen die Stile in verschiedenen Formaten definiert und konvertiert werden, und bei jeder Konvertierung zwischen Formaten gehen unweigerlich Informationen verloren. Wir suchen also nach Stildefinitionssprachen, die wir in allen drei Systemen verwenden können. Und da kamen für uns SLD und Mapbox Styles in Frage. Beginnen wir also mit dem WMS-basierten Ansatz. Wenn wir uns den Mapfish Print Server anschauen, ergeben sich mit dem Einsatz von SLD keine Probleme. Die Kombination WMS mit SLD funktioniert einwandfrei. Der Einsatz von Mapbox Styling hingegen ist nicht gegeben. Beim GeoServer haben wir die Problematik, dass die Paarung WMS mit SLD Styling an sich sehr gut funktioniert. Allerdings ist es nicht möglich, den JSON-B Datentyp in SLD anzusprechen. Der Einsatz von Mapbox Styling ist hier noch in der Anfangsphase. In Open Layers ist der Umgang mit WMS seit Jahren vollumfänglich gewährleistet und bestens erprobt. Hier braucht es für den WMS kein Styling. Was die Performance anbelangt, haben wir mit dem WMS-Setting den Vorteil, dass die ganze rechenintensive Arbeit bei uns stattfindet. Vorteil deshalb, weil wir dadurch maßgeblich auf das Performance-Erlebnis beim Kunden einwirken können, indem wir die serverseitigen Komponenten skalieren. Der Client braucht relativ wenig Power. Gehen wir zur vektorbasierten Lösung. Während wir beim WMS-basierten Ansatz überall mit SLD klarkommen, zeigt sich die Situation auf Basis einer Vektorlösung mit ein wenig mehr Unsicherheiten. Der Mapfish Print Server kann keine WFS-Dienste einbinden. Features können allerdings im Druckaufruf übergeben werden. Dafür braucht es aber eine Definition für die Darstellung. Mapbox Styles gehen leider nicht, allerdings können wir SLD verwenden. Der GeoServer selbst kann mit der WFS und Vektorbereitstellung problemlos umgehen. Das Styling spielt hierbei keine Rolle. In Open Layers lassen sich WFS-Dienste und Vektoren ohne Mühe einbinden. Allerdings, das Styling kann hier nicht auf Basis von SLD erfolgen. Das Format der Wahl wären Mapbox Styles. Allerdings war die Implementation damals noch sehr jung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Stile manuell in Open Layers ausprogrammieren müssten, recht hoch.
Das wollten wir vermeiden. Als Beispiel seht ihr ein paar Ausprogrammierungen, die wir im Zuge der Konzeptionierung getätigt haben. Als weiteres haben wir auch den Ansatz geprüft, Open Layers für den Einsatz von SLD zu erweitern. Allerdings waren auch dort die Resultate zu ungewiss und sehr wahrscheinlich hätten wir trotzdem noch manche Stile in Open Layers ausprogrammieren müssen. Was die Performance anbelangt, wäre viel Rechenleistung beim Kunden nötig, damit dieser mit 50.000 und mehr Kartenobjekten arbeiten kann. Hinzu kommt, dass bei den Kunden nicht immer die aktuellsten Betriebssysteme und Software im Einsatz sind. Wir haben uns auf Basis dieser Auswertung für das Szenario WMS mit SLD entschlossen und den Auftrag extern vergeben, sodass der GeoServer bei den Stildefinitionen mit JSONB umgehen kann. Das war für uns die sicherste Lösung. Wie wir das Ganze nun umgesetzt haben, zeigt euch Hymera. Wir haben also einen externen Auftrag vergeben, um das SLD JSON-fähig zu machen. Das Ziel war hauptsächlich, in einer JSON-Spalte auf einen bestimmten Key zugreifen zu können. Durch den Support der JSON-Pointer-Function im GeoServer ist dies nun möglich. Es funktioniert mit einfachen Texten, wie hier mit Name oder Description. Es ist jedoch auch möglich, in nested JSONs Werte auszulesen, also in JSONs in JSONs, wie hier bei Population. Auch Arrays sind möglich, wie hier in Districts, indem man den gewünschten Index mitgibt. Das Ganze funktioniert im Postgre mit JSON sowie JSONB. Es wird jedoch empfohlen, JSONB zu verwenden. Nun schauen wir uns das Ganze mal mit unserem Beispiel aus der Demo an. Unten links sehen Sie den SLD-Ausschnitt. Oben rechts ist die Datentabelle von vorhin. In dieser JSON-Pointer-Function hat man als erstes Property-Name. Das ist bei uns Properties, weil unsere Spalte so heißt. Im Literal gibt man den Key aus dem JSON an. Hier ist es Type. Somit möchte man also, dass dieser Stil greift, sobald Type den Wert Wald hat. Man könnte natürlich auch die Typen Wald, Fluss, Teich und See in einer Subtabelle speichern. Somit würde man Redundanz vermeiden und die Werte wiederverwenden. In einem solchen nested JSON gibt man den zweiten Key, hier heißt der Row ID, im selben Literal an wie Type. Man trennt die beiden Keys mit einem Slash. Doch nun zurück zu unserem Beispiel. Das Ganze funktioniert bei den Zahlen wie beim Text. Da hat man einfach eine größere Auswahl an Vergleichsoperatoren, wie hier mit dem Größergleichvergleich. Beim Datum ist das Spezielle, dass man im JSON das Datum als String abspeichert. Daher muss man es im SLD zu einem Datum parsen. Ansonsten funktioniert alles wie gewohnt. Nun schauen wir uns mal die Keys an. Wir haben in unserem Beispiel Keys ohne Sonderzeichen genommen. Jedoch wird der Benutzer nicht unbedingt solche Attributnamen verwenden wollen. Der Benutzer wird vermutlich Umlaute und Sonderzeichen verwenden. Außerdem wird er auch die Attributnamen ändern wollen, was im JSON etwas umständlicher ist. Deshalb verwenden wir UUIDs als Keys. Nun hat man das SLD mit dem JSON-Pointer erstellt. Doch was macht man damit? Der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Beim Laden der Karte sendet OpenLayers einen Request an unseren Server. Dieser generiert das SLD oder holt es aus dem Cache. Nun sendet man das SLD im SLD-Body in den Custom Params an den GeoServer als GetMapRequest. Dasselbe funktioniert auch für einen GetFeatureInfo-Request und auch bei einem MapFishPrintRequest bei einem Druck. Natürlich beinhaltet der Request auch einen SQL-Filter mit der Project-ID, damit nicht Geometrien
anderer Ebenen ersichtlich sind. Damit Stile, welche zu keiner Stilregel passen, nicht einfach unsichtbar und dementsprechend nicht mehr bearbeitbar sind, haben wir noch Standardstilregeln eingebaut. Hierfür negieren wir einfach alle anderen Stilregeln und haben somit in jedem Fall einen Stil für jedes Feature. Und das ist eigentlich die ganze Magie hinter unseren konfigurierbaren Layern. Was denken wir nun 3 Jahre nach Beginn dieses Vorhabens? Open Source ist klasse. Es gibt diverse Anbieter, die wir bei Fragen kontaktieren können und die für uns gegebenenfalls neue Funktionalität implementieren. Und davon profitiert dann wieder das ganze Umfeld. Besten Dank also an die Community an dieser Stelle. Die vielen Unsicherheiten, gerade bezüglich der Verwendung von Mapbox-Styles, haben uns damals dazu bewegt, die Lösung mittels WMS auf Basis von SLD umzusetzen. 3 Jahre später sehen wir, dass es viel Fortschritt bei den Themen Vektorteil zum Mapbox-Styling gab. Allerdings wissen wir nicht, ob wir bezüglich Performance und Machbarkeit technisch schon in einem Bereich sind, der unseren Anforderungen genügen würde. Wir haben für uns eine gute Lösung gefunden und sind damit bis heute sehr zufrieden. Am Schluss möchten wir noch auf unseren GitHub-Account aufmerksam machen. Wir stellen dort unter anderem Type- und JavaScript-Bibliotheken zur Verfügung, die den Umgang mit der programmatischen Konfiguration von GeoWebcache und dem GeoServer erlauben. Es würde uns freuen, wenn diese Verwendung finden. Für Fragen könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren. Besten Dank für euer Interesse. Vielen Dank, Hümi, vielen Dank, Marco, für euren Vortrag. Im Fragen-Tab, im Venduless, haben wir 3 Fragen. Ihr habt es euch vielleicht zwischendurch auch angeguckt. Wer von euch möchte mit welcher Frage starten? Humera, bitte, ich überlasse dir den Start. Ja, dann bezüglich der GeoServer-Frage mit der Config, das machen wir eigentlich mit einem Watcher, also wird anders gelöst, aber ganz genau weiß ich das leider auch nicht. Und wegen dem JSONB, wegen der Indizierung, das machen wir leider nicht. Das ist vor allem, weil das bei jedem User Layer, also bei jeder Benutzerebene, etwas anders aussehen kann. Hm. Und die letzte Frage, was wir nun anders machen würden. Gute Frage. Also, ich glaube, nichts momentan. Was sagst du, Marco? Ja, tatsächlich, wahrscheinlich vielleicht im Zuge vom Wissensaufbau im Vorfeld. Also was gibt es denn alles für Standards, was gibt es für Komponenten, Technologien? Ich denke, da hätte man auf unserer Seite vielleicht noch ein bisschen intensiver forschen können. Nichtsdestotrotz, die Wahl, die wir so getroffen haben, war eigentlich eine gute Wahl und wir sind wirklich sehr zufrieden damit. Ja. So aus eigener Erfahrung würde ich auch sagen, ich habe mit GeoServer und SLD schon vor einigen Jahren viele Sachen ausprobiert. Deswegen würde wahrscheinlich bei euch die Frage nach einem anderen WMS, würdet ihr wahrscheinlich sagen, dass ihr mit GeoServer ganz happy seid, oder? Ist nicken beide mit dem Kopf, also würde ich sagen, es gibt ja auch noch andere Open-Source-Implementierungen vom WMS. Gerade wenn es um SLD geht, würde ich zumindest ich hoffe, jetzt werde ich nicht gesteinigt, vor vielen Jahren sagen, dass dort GeoServer immer noch eine Referenzimplementierung für mich damals war. Mhm. Was ich trotzdem ganz spannend finde, habt ihr noch irgendwelche Erfahrungen gesammelt in Richtung, was so die Serverkonfiguration angeht oder Datenbank? Habt ihr dort noch virtuelle Maschine, Root-Server, Docker? Habt ihr dort irgendetwas noch im Einsatz oder haltet ihr das eher simpel, sage ich jetzt mal? Prinzipiell im Moment haben wir keine Container und nichts dergleichen, aber das wird alles, auch da sind wir jetzt dran, das alles zu etablieren und in diese Richtung zu gehen. Ja, und es gibt ja hier auch Workshops,
bei der wir dann auch mitnehmen, also mit teilnehmen, um uns da das Wissen auch anzueignen, definitiv. Ja. Genau, aber sonst einfach ganz traditionell. Also vielen Dank nochmal an euch beide. Wir machen wieder eine kleine Pause, bis vor es dann um 15 Uhr mit dem nächsten Vortrag von dem Dr. René Löhrer weitergeht. Bis dahin, bis gleich. Ciao. Danke, tschüss. Tschüss.